Wir sind das Team Hackt Ladezeit. Ich bin Linda, das ist Max und da ist Daniel. Unser Prototyp, den wir entwickelt haben, heißt WAR. Das bedeutet Wartezeitoptimierung in Arztpraxen. Und jeder kennt das, es ist nervig beim Arzt stundenlang zu warten, bis man dann irgendwann mal drankommt. Man weiß nicht, wie lange es dauert. Und man könnte so viele andere sinnvolle Dinge noch in dieser Zeit tun. Und da haben wir uns gedacht, man könnte ja in der Zeit zum Beispiel spazieren gehen oder einkaufen gehen. Man müsste halt nur benachrichtigt werden, wenn man dran ist. Und da haben wir eine Art Pager gebaut, also den kann man dann mitnehmen. Und da wird man halt, wird dann gezeigt, wie lange man noch warten muss. Und dann sind da halt zum Beispiel Lampen, die anzeigen, wie lange es noch dauert. Und wenn man dran ist, macht es ein Geräusch, damit man es auch nicht die ganze Zeit in der Hand halten muss, sondern in die Tasche tun kann. Und dann macht es halt ein Geräusch und dann weiß man, ich muss zum Arzt gehen und ich komme auch dran. Wie das funktioniert, zeigen jetzt die beiden. Genau, also das Ganze wird über die Webseite gesteuert, die muss ich einloggen. Damit nicht jeder Geräte manipulieren kann. Und dann kann man über dieses Formular den Status der Wartezeit ändern. Ich stelle es jetzt mal auf Bitte kommen, sende es ab. Das Ganze wird dann in eine Textdatei geschrieben, die dann immer abgerufen wird. Und es hat eine kurze Latenz. Aber eigentlich muss es jeden Moment eine Statusänderung erfahren. Die erfolgt akustisch, also man hört es und man hat halt auch eine Lampe. Und Also das System dahinter ist, dass in den beiden Geräten, also im Sender und Empfänger, sind Arduinos verbaut. Und die stehen, also der Sender steht im Kontakt mit dem PC und greift dort eben auf die Daten zu und versendet die dann. In der Praxis soll natürlich dann das Ganze per Funk gelöst werden, damit man sich auch relativ weit entfernen kann. Ende des Jahres erscheint dazu ein System, das heißt LoRa, und das könnte man beispielsweise dafür nutzen. Es hat eine Reichweite von über 12 Kilometern. Das wäre dafür eben sehr gut geeignet. Also wir möchten uns vor allem bei unseren Mentoren Daniel und Felix bedanken und auch an diese Veranstaltung, weil es uns hier sehr viel Spaß gemacht hat, das Wochenende zu verbringen. Danke.